Rasha, dein Einleitungssatz. What? Yo, 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 Community! Mann, ich hab schon wieder gechoked, Alter. Ja, ist im Satz gechoked. Junge! Er ist nackt. Sind wir aber alle, außer Max. Und Max, was machst du? Er ist nicht, lass mal aus. Was war denn? Irgendwelche nackten Weiber. Ich hab neue Informationen gesucht. Ey, Steven. Ja? Alles klar? Oh, filme nicht, Junge. Hello. Oh, die Bude sieht so zerstört, ist einfach Matratze hängt drauf in der Ecke. Oh Gott. Ja, heute ist Abo-Treffen. Jawohl. Wir bereiten schon alles vor. Nein, ja, ich habe Wecker auf vor 12 gestellt. Jetzt ist es 2:30 und wir liegen immer noch im Bett. Den Wecker gar nicht gekriegt. Ja, ich habe ihn dann Leute, nein, ich habe ihn dann so um 40, bin ich so aufgehört, habe ihn ausgestellt und wollte euch so wecken. Hatte aber vergessen. Dann bin ich wieder eingepennt. Also zu Silvester müssen wir hier noch alles aufräumen, müssen die ganzen schönen Bildschirme verschwinden lassen. Was? Ja, die kommen dann zum Moppel ins Zimmer. Nein, ich mache mir dort Laden. Moppel macht eine Laden. Moppel ist ein Laden. Ja. Heute ist also Abo-Treffen. Wir freuen uns schon über. Ja. Steven auch. Und ja, wird bestimmt lustig mit Ello Tricks und so. Wir nerven Rusher ein bisschen. Er will gleich duschen gehen und wir dachten, für Tylo gehen wir da einfach mal hinterher. Mein Junge, klasse. Los, erzähl mal was. Halt die Fresse. Max hat eben Teller kaputt gemacht. Vielleicht sieht man hier noch die. Nee, sieht man nicht. Ja, doch, Junge. Guck, komm da gleich rein. Hat er kaputt gemacht. Film da mal durch. Oh, Max, man sieht dich. Nicht. Doch, da. Nee, wir kommen da. Doch, komm, man sieht ihn noch ein bisschen. Hä, wo ist er denn? Da, dieser Spalter. Hä, hey, gar nicht, der ist viel zu klein, er kommt nicht mal hier hin mit seinem Kopf. Oh mein Gott, da war es doch nicht, Max. Sind noch so Videos. Kommt dann immer Top Comments, wer kommt Solution auch zu McDonald's? Ja. Solution kommt übrigens nicht zu McDonald's, für alle, die gerade das Video gucken. Enttäuschung. Ja. Ello-Tricks auch nicht. Ello-Tricks kommt doch. Er ist sogar hier bei uns, aber wir zeigen ihn jetzt erstmal nicht. Laden wir gleich mal so Titel hoch, so hier Ello-Tricks in Real Life, gleich hier Klickkuchen. Ja. Und schön Werbung draufschalten. Dreimal. Dreimal war auf dem 2-Minuten-Video? Dreimal, ja klar. Kommt hier immer wieder oder was? Kommt Mitte, Ende, vorne. Was? Also, ihr habt ihn gerade gehört. Jetzt erstmal hier. Penis in die Hand. Also wir können auf jeden Fall schon richtig drauf freuen, ihn dann in Aktion zu sehen, weil es kommt ja keiner dann für uns, sondern nur für ihn. Ja, das stimmt. Und wir machen halt eine Menge Videos, die werden dann bei uns hochgeladen. Nein, bei Wapitin, oder? Wir können halbe machen. Weil jetzt so kommt viel halbe? Das Video heute kommt bei uns, oder? Ich glaube, niemand interessiert die Diskussion, also mach ich jetzt aus. Jo, gib. Die Leute sind schon da, alle schon vor uns da gewesen, weil unsere Bahn nicht gekommen ist. Genau. Und jetzt suchen wir uns einen Platz mit ungefähr 100 Stühlen. Ich hatte schon wieder die Worte gechoked. Dann gehen wir da hin. Nein, erstmal hier überhaupt, dass wir jetzt bereits im McDonald's sind. Und ein paar Abonnenten sind auch schon da. Und und andere holen sich gerade noch Essen. Also später. Ich glaube 500 plus oder sowas gab. Und er hatte irgendwie so 24-16 oder so. Also 24 Stunden gibt ja. Das wollte ich eigentlich auch mal hochladen, aber Fragerunde. Max geht jetzt rum und ihr könnt eine Frage stellen. Und da werde ich sie beantworten. Ja. Du musst auch richtig wieder die Frage. Aber nicht zu persönliche Fragen hier, okay? Ja, nicht zu ich fang mal. Etwas, was euch schon immer brennend interessiert hat. Ihr könnt aber auch Dings, Markus, so ein Passe fragen. Wenn es wieder Klicks kriegt, möchte ich ein bisschen was von ihm sehen. Ja, okay. Kriegst du hier noch so einen TS-Burger? Ja, okay, dann fange ich mal gleich an. Will jemand von euch anfangen mit einer Frage? Nein. Komm, Mindlord fängt an. Den verlinken wir nochmal hier, da kriegt er ein bisschen Promo noch. Seit wann machst du YouTube? Also, seit wann du YouTube machst? So richtig. So richtig, aktiv. Ach, richtig. 1. Juni 2011. Uhrzeit? Hattest du nicht vorher so ein Dual mit Tylo?
Ja, ja, oh, über Elotrix hier. Das war richtig, das wäre richtig peinlich inzwischen. Aber damals, wir waren die Ersten, die so einen Scheiß gemacht hatten. Ja, damals, aber Elotrix meinte, es war das einzige gute Meinungsvideo, ja, weil ihr da gut über ihn geredet habt. Das ist halt immer nur schlecht, nee, weil, über weil, ihn weil, weil wir ihn ja auch kannten. Okay, dann okay, nächste Frage. Wann kommt Famous? Wann kommt Famous? Hm? Vielleicht ist er ja schon da. Vielleicht ist er schon da und gammelt unten rum und ganz alleine. Tja, Leute, ich wusste es. Ihr wisst es nicht, aber ich bin Famous. Hab ich dir angesehen. Ja, vielleicht schreibt es ja in die Kommentare, wo er war. Ja, also ich hab ja. Okay, der Schnorrer hier. Wir sind jetzt hier von wegen Drogen und sowas. Also, ja, Drogen. Deine Videos da, die Kommentare, das sagt, glaub ich, also, wir nehmen ich keine illegalen. Keine illegalen. Keine illegalen. Was ist spicy oder spicy? Also die Aussage kann ich nur unterstützen von ihm. Noch jemand eine Frage? Komm hier, die beiden hier. Die dürfen gleich, gleich wieder eine Frage an den Wapiti. Ich hab keine Frage. Du eine Frage? Sie haben keine Fragen an dich. Hier, komm, du hast doch immer ich schon wieder, ey, ich muss schon letztes Mal überlegen. Ach Gott. Wann müssen wir das nächste Mal in Berlin? Nächstes Mal Berlin. Ja, ja. Mach einfach Silvester. Jedes Mal ein Abo-Treffen. Osterferien sind wir in London. Erfurt, ja. Wir vielleicht, ich bin vielleicht auch in der Region um die Zeit. Osterferien. Ja, wir sind vom 30. bis 1. Bist April. Du nee, ich glaube, ich bin. Ja, nee, ich bin ein bisschen früher. Bist du GGC-Fan? Ja. Er ist selbst ein GGC. Deswegen. Ja, ich hab eine Frage. Ja, okay. Passi 49. Hast du dich mit Skrillex vertragen? Jo, bin ich scheiße von dir. Noch jemand eine Frage? Einfach raus. Was hast du nochmal gesagt, als du auf Elotrix und so in der Lobby getroffen bist? Was hast du dann nochmal zu Goran gesagt? Dann ist nochmal wiederholt. Sag es! Nee, warum sagst du denn genau den Wort? Muss nicht sein. Ich dachte eigentlich, einer von denen wollte Kamm noch nicht schlagen, habe ich so gehört, aber ja, da ist keiner aufgetaucht. Na, einer von diesen ganzen Goran, Moran und Alex und die heißen, ey. Egal, Assassin, Saban, Number One noch sehen. Immer vor dem Kamm. Der Number One ist doch aufgelöst. Der Lieder von denen ist doch ausgegangen. Der ist ja von diesem UBD-Klar. Das war wie man in MB3 in jeder Lobby bekommt. Das ist immer von dem Kamm noch so ein I oder so. Kommt noch weg. Will noch jemand eine Frage stellen irgendwie? Komm, nicht schüchtern sein, jeder darf mal hier. Aus hier! Das fängt auch nicht. Das wäre es doch gewesen. Wäre aus wie die Goran-Gang. Was hast du gefragt? Ich eine Frage an dich. Was machen wir an Silvester? Wie gesagt, ich hab noch die Pullenbälle. Wir gehen in ein Restaurant. Eigentlich feiern wir da nicht. Wir essen uns da nur voll und dann gehen wir. Wir essen und dann zocken wir jetzt neu. So wie es sich gehört. Ja. Noch jemand eine Frage, wenn nicht, würde ich erstmal eine Pause machen, oder? Ja. Unsere Solution. Was Solution? Ja, also Solution war leider verhindert. Lachen oder? Er musste noch lernen. Nee, er war nicht raus, er wollte gar nicht kommen. Nein, er wollte gar nicht kommen. Der verzweifelt doch gerade an seinem 100-Plus-Versuch. Ja. Das war so lustig, ne? Weißt du, wie den einen noch anschießt, dass wir so. Ja, ich habe noch eine Frage an dich. Was hast du für zukünftige Projekte so geplant? Genau. Was wir gestern gesagt haben. Mit ganz vielen YouTubern, wer bin ich, spielen. Ja. Das war richtig lustig gestern. Und was habe ich denn noch vor? Gar nichts eigentlich. Doch, so ein Projekt kommt bald. Rede mal ein bisschen darüber. Achso, ja. Kommt bald ein Projekt, das würde ich alle aus den Socken hauen. Schaut euch vom Hocker. Kommt am 6.1. Kauft das halt. Jo, Abo-Treffen ist vorbei. Oh. Wir haben natürlich sehr viele Videos gemacht, weil wir aber auch nur im Meckes waren, weil heute Sonntag ist. Hier, da seht ihr Max geilen Hintern. Das kommt mir so doof vor, die Kamera die ganze Zeit so zu halten. Ach komm, schau das. Und ja, es war wirklich nice. Man sieht dich nicht. Nein, ich habe irgendwo drauf gerückt. Ah, alles gut. Rasha, wie fandest du es heute so? Ja, chillig. Leider mal mies aufdringlich. Leider noch meine Pommes. Nee, glaub ich. Ja, er hat sich die Pommes von uns geklaut. Aber egal, ich wollte die eh nicht essen. Gruß an ich dich. Ich schon! Max, hast du damit wütend gemacht, mich nicht. Also ich alles schon. Gut. Ich hasse dich.
Ja. Und ja, wir dachten eigentlich, dass das so eine halbe Stunde lang wird, das Video. Das wird jetzt ungefähr 5 Minuten lang, glaube ich. Verkackt, wa? Machen heute Abend aber nochmal. Ja, wir machen heute Abend noch richtig viele Videos. Wir haben uns nämlich eine Challenge gesetzt. Dieses Jahr noch ein Killtag in Halo Reach MLG. Dürfte eigentlich zu schaffen sein. Ja, weil wir... Wir müssen es in den letzten 2 Jahren genau einmal geschafft haben. Ja, guck mal, sind wir aber nie richtig drauf gegangen. Da ist man immer auf Win gegangen und so, und jetzt gehen wir halt mal ordentlich auf Killtag. Digga, es wird gerade grün. Meine Autos wird grün, alle gehen rüber. Und ja, vielleicht schaffen wir auch einen Killionär, ich weiß nicht. Locker, ich mach Killionär. Tanz mal, Rasha. Nee. Sag was Lustiges, was du willst. Möchtest du nicht wegen Rasha, grüß mal, wen? Ja, grüß mal, wir haben noch nie wen gegrüßt. Wen möchtest du grüßen? Meine Mama. Was? Grüß Milena und Toni. Ja, Milena und Toni. Hallo. Junge. Tilo sollst du grüßen. Ja, schöne Grüße auch an Tilo. Grüße an Schimpster. Grüße an Freddy. Grüße an Soundbase. Grüße ans ganze GGC. Grüße an mich selbst. Ja, Toni sollte wird zu Real Life freuen. Junge, ich hab Mike viele Real Life süß. Freunde. Mike ist süß. Ja, Mike ist süß, das sollten wir sagen. Naja, der Speed, ist süß. Cool, also. Rasha, du bist cool. Rasha wollte unbedingt mit mir im Bett schlafen, aber ich glaube, wir schweißen zu weit aus. WLAN. Jo, wir sind jetzt an der Bushaltestelle. Der Bus kommt in 5 Minuten. Und... Ja, wie fandest du es beim Abo-Treffen? Zu 15 nicht mal. Bombe war das! Bombe! Warum hab ich Leute angeguckt? Ich weiß auch nicht. Hast du schon Mädchen gegrüßt? Vielleicht, weil du gerufen hast, dass es eine Bombe gibt? Und gleich hier. Soll ich auch noch ein paar grüßen? Ja. Jetzt grüßt jeder einfach mal. Nicht nur Sexy Rasha. Mhm. Keine Freunde. Bin Nein, ich? Alle Leute, die ich im Real Life kenne. Oh. Alle beide. Okay, Max. Wen grüße ich? Wie gesagt, ganzes GGC-Team. Dann Hardliner. Wiz. Ist doch GGC. Ja, ist doch GGC. Ja, und nochmal spezielle Props. Du, deswegen kriegst du keine. Genau, einfach. Und wen grüße ich noch? Stormy. Sturdy. Sturdy. Laser Klum. Synetic. Meine Lieben. Dann Nero natürlich, mein Schatz. Digga, das wird so gehatet. Und Denex. Oh Junge, das kannst du nicht sagen. Nehmt. Schon keiner. Ja, okay, das zensieren wir einfach. Ja. Willst du? Ja. Normalerweise grüße ich immer hier viele. Aber ich glaube, diesmal grüße ich bloß Soundwaves. Ich hab dich lieb. Ich grüße auch alle, die schon gegrüßt wurden. Denix. Ich mag dich. Hey, war mal mit dem. Nicht? Nee, und ich grüße Marcel, Philipp und Pascal. Nochmal? Ich grüße Marcel, Philipp und Pascal. Ja, Jürgen hat noch gesagt, ich soll Joki grüßen an dieser Stelle. Milfan. Du Hurensohn! Jetzt denke ich schon wieder. Am 2. Ja, lass da ein Duell machen. Halo Duell. Lass Nuke Duell machen. Lass kein Nuke Duell machen, weil wir eh gewinnen, weil Pity sagt. Junge, ich mach keine Nuke, aber ich will die trotzdem besiegen. Doch. Triple Nuke immer. Ich hätte fast Triple Nuke. Den Herrschaft, ne? Ja, weißt du die Geschichte von? Das ist keine Geschichte, das ist die pure Wahrheit. Ich muss erstmal dieses Level kommen, Alter. Guten Tag. Ich zeige euch heute, wie man ein Bowl of Water anfertigt, zubereitet, besser gesagt. Also, wir haben hier ein bisschen Kündeltee. Welche Sorte wollen wir? Pfirsich. Pfirsich aber schon fast leer. Egal, nehmen wir Pfirsich. Hier, da brauchen wir ein Bord mit Tupper-Dings und Kümmeltee und Wasser. Nimmst das hier, machst das ein bisschen rein. Soll ich mal zeigen? So, dann ist es hier gefüllt, kann man auch ganz leer machen. Und dann kommen wir zu dem Schwerteil. Du musst jetzt
Wasser reinfüllen. Und warten, bis es voll ist. Jetzt muss man das noch irgendwie umrühren. So, mal sehen, ob ich was Passendes finde. Den habe ich schon vorhin dafür benutzt. Na ja, gut. Dann wirkt man das um. Zur Not kann man auch die Hände nehmen. Das geht schon. Man sollte ein bisschen umrühren, bis sich die ganzen Krümel aufgelöst haben. Also wenn das jetzt zu komplex ist, das Video, dann könnt ihr euch auch ruhig nochmal zurückspulen. Pause machen. Junge. Und dann nochmal von vorne anfangen. So. Dann kommen wir mal zum Wischen. Und da wir ja zivilisierte Menschen sind, nehme ich mir jetzt noch ein Glas. Füll das hier rein. Achso, ja, hier, die Bottle ist fertig. Dann kann man probieren. Ist gut, ne? Und dann kann man die Zocker damit beglücken. Ein Cut, weil ich hingefallen bin. Muss ich eine neue machen. Ich hab eine Wolle gemacht! Ja, das wirklich? Ey. Oh nice, Mann, geil! Danke, ich hab einen richtig cool! Geil! Lass mich doch auch mal probieren! Natürlich, Phil! Diese Bottle of Water ist 1A! So kalt und erfrischend! Danke, Marcel! Marcel weiß, wie man eine gute Bottle war! Ja! Hab ich dies kurz feiner? Steven hat den herausgefordert. Nein, weil die haben mich gekillt im AC. Diese Hurensöhne. Jetzt? Hä? Ich wurde im AC gekillt. Ich hätte das bekommen. Wir melden uns wieder. Ich sag doch, du schaffst keine. Ich bin so scheiße. So, Leute. Wir machen jetzt das ultimative Kill-Duell. Ich will auch mitmachen. Rush. Ja, Mascha. Rush und ich. Da ist Mascha. Junge. Ich gesagt, ich nicht filmen. Warum soll ich das denn nicht filmen? Ich sehe nicht. Er sitzt hier mit Schal. Ich bin krank. Und Max, das ist Dings, irgendein Champion, habe ich gehört? Ja, ich habe 101-Turnier gewonnen. Kannst du nicht so nah von mir weggehen, bitte? Also, es ging darum, die ersten 8 der EU-Leader von CSL waren in einem Turnier gegeneinander. Und das habe ich mit Erfolg gewonnen! Das interessiert alle. Ich krieg da 10.000 Euro Bargeld. Er hat rumgekehrt. Guck mal, das ist mein altes Handy. Und mein neues habe ich gerade in der Hand, das kann ich euch nicht zeigen. Warte mal, dazu nehme ich jetzt das Handy. Warte, ich werde es euch jetzt zeigen. Mein neues. Das ist mein neues Handy. Du bist ja entschlossen. Ja. Ja. Hallo. Es geht jetzt hier richtig ab. In Anniversary. Choki sagt. Ah, oh, die Map ist scheiße. Oh, die Map tut dir in den Augen weh. Du tust auch in den Augen weh. Du musst aber mal kommentieren, dein Gameplay jetzt. Wow! Hallo. Ja, das, die Camo haben wir leider nicht mehr bekommen. Was wir jetzt versuchen, ist ein bisschen Top-Control zu bekommen und uns einfach mal die Snipe zu nehmen, die wir definitiv brauchen. Oh, Headshot, nein! Hätte ein Headshot werden können. Locker hätte das einer werden können. Und was wir natürlich auch tun müssen, ist uns hier die Shotgun zu nehmen für den Nahkampf. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Und wenn wir das noch mit ein bisschen Petersilie abwürzen, dann haben wir wirklich eine sehr gute Mischung am Ende. So, jetzt wissen wir, wie der hier oben kommt. Bam, ist er tot. So. Da liegt die. Der hat die Snipe genommen. Was ist mit deinem Headset? Gib mir die Snipe. So, wir dürfen jetzt nicht so hart auf die Snipe rushen. Machen wir trotzdem. Dankeschön. Ah, jetzt perfekt, klar. Jetzt bin ich tot. So, wo liegt sie denn? Wollt ihr Customs machen, oder? Müssen die mal wieder suchen. Also ich würde es nicht empfehlen, über die ganze Map zu gehen, nur um die Sniper zu finden.
oder Leuten die ganze Zeit hinterher zu laufen. Was für ein GGC? Wer will den GGC? So. Sehr gerne. Kann ich schon empfehlen, ganz toll. Wer denn? Deine will ich einen GGC-Pullover kaufen. Nice! Da packe ich gleich mal den Preis auf 50 Euro. Darf ich auch was davon haben? Mann, Junge, du machst ja nichts hier, Alter. Sie hat gerade, weißt du, was Toni gerade gesagt hat? Was wir jetzt versuchen, ist einfach. Nein. Ey, Dom, ich bin heute auf CSL, ist abgegangen. Ich habe eine Trust in Hell Reach gemacht. Ich hab's gerade gesagt, aber er ist nicht so fabulous wie Mikesh. Sag ihm nicht, wie ich die mache. Oh ja! Mikesh ist nämlich. Ich hab die UN Destiny Brothers zerfickt, beide. Destiny Brothers? Ja, sei es das Team von denen, das Double Team. Ist klar. Der neue Dreiflo? Der hat Camo. Und ich sehe ihn nicht. Ich habe keine Lust auf die Map. Das ist nur wegen Sponsor und so. Also ich bin weiter im GGC. FTW. Lieber Reactions aufnehmen, dein Gameplay ist zu scheiße. Nicht mal. Mein Team jetzt ein FK. Mann, so ärgerlich wieder. Los. Guck, er trägt mich! Guck's an! Guck dir das an! Junge, er hat mich die ganze Zeit getragen! Ist doch nett von ihm. Und du guckst nicht hin, du Arschloch, Alter. Bist du behindert oder so? Das war lustig! Warum bist du so mad? Weil ich schon 3 Kills hab. So. Jo, Leute, letztes Video für heute. Habt ihr noch was zu sagen? Ich kann nicht ernst sein, ey. Scheiß haben wir zu sagen, ne? Ich bin nicht so weit. Okay. Guck mal, nicht so hässlich. Ey, ist nichts weg, Mann. Ja, ich hab's ja gehört, ja, dieser Spaß, ja immer andere Leute zu sein, weil es Hurensohn bleibt. Schiss, guck mal.